Hallöchen und herzlich willkommen zu einem nächsten Adventskalender-Türchen. Dieses Türchen ist inspiriert durch eine Zuschauerin und dementsprechend möchte ich ein neues Format auf meinem Kanal starten, nämlich eure 5 Lieblingsprodukte und ich teste. Aus gegebenem Anlass, wer mein Taufvideo gesehen hat, falls nicht, verlinke ich euch das gerne mal unten. Der hat mitbekommen, dass ich so ein bisschen Haarprobleme aktuell habe. Und dementsprechend hat mir eine Zuschauerin, die eben auch ganz, ganz, ganz viel Haarprodukte ausprobiert hat und getestet hat, einfach mal ihre Produkte gesagt. Und ja, im Gespräch ist das dann so ein bisschen entstanden und ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich sehr festgefahren bin, was meine Produkte angeht. Ich benutze irgendwie schon seit Jahren dasselbe. Vieles funktioniert auch gar nicht mehr so richtig, aber ich habe ein bisschen Angst, so ein bisschen mich an so neue Sachen ranzutesten. Und dementsprechend starte ich auch hiermit den Aufruf, wenn ihr coole Lieblingsprodukte habt, egal ob das Essen ist, egal ob das Drogerieprodukte sind oder sonst was, dann schickt mir das gerne zu, schreibt es mir unten in die Kommentare oder schickt mir bei Instagram eine DM, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir legen aber jetzt erstmal direkt los mit den Produkten, die hier schon neben mir stehen. Was alles so, ja, sind alles Haarprodukte. Es geht so generell um die Haarpflege, was wie gesagt aus aktuellem Anlass auch wirklich bitter nötig ist. Ich habe mir gekauft auf ihre Empfehlung hin von Balea Professional Beautiful Long Shampoo und die dazu passende Spülung. Ich glaube, sie hat mir nur die Spülung empfohlen und ich dachte, okay, wenn es das schon im Set gibt, dann kaufe ich mir das einfach mal so im Set und probiere das einfach mal gemeinsam aus. Ich muss sagen, ich habe schon dran gerochen. Der Duft haut mich jetzt nicht wirklich um. Ich finde die Verpackung ganz cool. Ich finde es auch auf jeden Fall eine gute Menge. Mit Balea-Produkten habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel Erfahrung, weil ich die früher mal nicht vertragen habe. Das hat sich aber auch geändert. Ja, also Geruch haut mich jetzt nicht so um, aber im Endeffekt ist ja auch nicht wichtig, wie es riecht, sondern wie es dann letztendlich auf den Haaren funktioniert. Dann habe ich mir mitgenommen von Garnier Wahre Schätze. Das ist so eine Haarkur, intensiv nährende Tiefenpflege, Maske mit Öl, veredelnd. Das finde ich so, so lecker. Das riecht auch total edel. So nach Shea-Butter, also wirklich so, ja, so eine Erwachsenen-Haarmaske irgendwie. Sehr, 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 sehr lecker. Ja, bin ich schon sehr gespannt drauf. Machen wir nochmal weiter mit einer anderen Haarmaske und zwar von Fructis Garnier Volumen Watermelon Hair Food. Ein riesengroßer Pott. Boah, riecht Bombe nach Melone, also wirklich uff. Das erschlägt einen, aber nicht negativ oder so. Ich bin mal gespannt. Meistens verfliegen solche Duftnoten ja sehr, sehr schnell. Meine Schwester hat mir allerdings gesagt, dass sie dasselbe schon mal als Banane hatte und die Haare wirklich sehr lange nach Banane gerochen haben. Dementsprechend freue ich mich, das zu testen und wir sind auch tatsächlich in dieser Testwoche jetzt zu zweit, denn meine Schwester ist hier zu Besuch und ich habe ihr das vorgeschlagen, dass ich das gerne machen möchte und sie hat gesagt, ja klar, dann testen wir das mal gemeinsam. Das Schöne ist, ich habe sehr viele dünne Haare, sie hat schön viele dicke Haare, dementsprechend haben wir auch mal zwei Haarfacetten, an denen wir dann die Produkte auch testen können. Und ich finde, im Vergleich jetzt, also das riecht so ein bisschen jugendlich, frischer irgendwie und das riecht so ein bisschen erwachsener. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn dieser Duft wirklich ein bisschen länger in den Haaren bleibt, dass das dann auch so alles andere verdrängt, während das dann so auch, also wenn man zum Beispiel Parfum oder so drauf hat, das ist halt so ein bisschen das Erwachsene und das ist so ein bisschen das jugendlich Frischere, würde ich jetzt vom Geruch her einfach sagen. Dann habe ich mir nochmal mitgenommen eine Pantene Pro-Vie Spülung Repair, die Kraft einer Kur zur täglichen Anwendung. Das ist so eine Pflegespülung, boah, die riecht mega gut. Die riecht richtig, richtig frisch. Ich könnte jetzt aber gar nicht sagen, was das genau für ein Geruch ist. Aber das riecht einfach nur so total frisch und ja, bin ich mal gespannt. Pantene Pro-Vie hatte ich früher immer mal als Haarshampoo, habe ich dann irgendwann gewechselt, bin ich nicht mehr zurück. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann hat sie mir zu guter Letzt noch von Naturebox dieses Haaröl ja ohne Silikone empfohlen. Und da bin ich echt mal gespannt, weil ihr wisst, ich benutze schon seit einem Jahr ungefähr das Haaröl von Kliskur. Und das finde ich richtig gut. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das ist so dermaßen flüssig, während das von Kliskur ja so eine richtige Ölpampe einfach ist. Was aber sehr, sehr schön schmeidig pflegt und dann auch einen schönen Glanz gibt. Also ich bin sehr gespannt, das ist doch sehr, sehr flüssig. Kommt mit so einem Pumpkopf.
Also, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie die Produkte auf meinen Haaren funktionieren. Und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier an dieser Stelle einen Cut. Ihr bleibt dran, denn für mich ist es eine Woche, für euch ist es nur eine Millisekunde. Und dann sehen wir uns gleich mit dem Endergebnis meines Tests. Und da bin ich auch schon wieder am Ende angekommen meiner Testphase. Und ich muss sagen, es war eine sehr turbulente Woche. Ich habe alles einmal durchgetestet, meine Schwester hat alles einmal durchgetestet und ich muss sagen, ich habe ein paar Sachen, die haben mich mega überrascht und ein paar Sachen, da wollte ich am liebsten schreiend davonlaufen. Um euch aber mal so einen kurzen Einblick zu geben, was ich sonst so benutze, beziehungsweise was ich so für Haare habe, würde ich sagen, starte ich erstmal ganz kurz damit. Und zwar muss ich sagen, habe ich sehr, sehr pflegebedürftige, sehr pflegeintensive Haare. Ich habe leider das Problem, ich habe sehr feines Haar, sehr dünnes Haar, aber sehr viele davon. Deswegen verknoten die sich dann immer und ein Windhauch und es ist also, als hätte ich ein Vogelnest auf dem Kopf. Ich muss sagen, seitdem ich diese Bürste hier gefunden habe, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr ähnliche Probleme habt. Die hat sich wirklich gelohnt. Habe ich bei Instagram gesehen. Da hat sie aber irgendwie 50 € gekostet. Das war mir dann zu teuer. Bei Rossmann gibt es die für 14,99 € und wirklich, das ist eine absolute Kaufempfehlung von mir für euch. Ich bin so happy. Nie wieder eine andere Bürste. Aber bevor ich diese Bürste hatte, muss ich wirklich sagen, war das Durchkämmen für mich ein richtiger Graus. Ich habe vorher immer viel blondiert bzw. Strähnchen reingemacht. Dementsprechend sind die Haare halt unten an den Spitzen sehr trocken. Und ja, das heißt, ich habe immer, ich zeige euch jetzt einfach das, was ich vorher so benutzt habe. Das hat jetzt überhaupt keine Relevanz. Es gibt auch andere gute Produkte. Das ist einfach nur das, was ich jetzt dachte. Ich habe immer benutzt, beziehungsweise ich wasche mir immer zweimal die Haare, immer mit einer kleinen Menge Shampoo und danach kommt eine Spülung rein. Wenn ich dann die Spülung ausgewaschen habe, mache ich mir direkt ins noch nasse Haar dieses Gliss-Kurspray, damit ich die Haare durchkämmen kann, das einmal schütteln. Das ist richtig, richtig gut. Das benutze ich schon seit Jahren. Und seit der Schwangerschaft letztes Jahr, weil mir der Friseur das empfohlen hat, habe ich es ausprobiert, benutze ich dieses Öl hier, Gliss-Kur. Und mache mir davon so drei, vier Pumpstöße, ziehe ich mir hier so durch die Längen und nochmal einen Pumpstoß hier dann in die Spitzen. Und ich muss sagen, das hat gut funktioniert und jetzt mit der Bürste ist es optimal. Ich brauche sogar nicht jedes Mal mehr diese drei Produkte, sondern ich kann mir ungefähr, ja, also ich würde sagen, die Spülung jedes zweite Mal sparen und auch dann die Produkte jedes zweite Mal sparen. Also ich mache dann meistens die Spülung rein und verzichte dann auf eins von denen oder ich mache halt die Spülung nicht rein und mache halt die zwei und das reicht dann auch optimal. Und ja, also die Bürste ist wirklich ein Wunderwerk, kann ich euch nur empfehlen. Also ihr seht, ich habe auf jeden Fall immer gut zu tun mit meinen Haaren. Ich mache auch einmal regelmäßig in der Woche eine Maske. Ich hatte da halt auch von Gliss-Kur eine, mit der bin ich aber überhaupt gar nicht zufrieden. Die mag ich nicht. Die sorgt auch dafür, dass meine Haare super schnell fettig werden. Deswegen war ich super, super dankbar, dass mir die Haarprodukte empfohlen worden sind. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meiner Auswertung. Und dann überlegen, mit was ich mal anfange. Ich glaube, ich starte einfach mal damit. Ich habe empfohlen bekommen von Balea. Ich glaube, das war nur das Shampoo und die Spülung habe ich dazu gekauft. Oder es war die Spülung und ich habe das Shampoo dazu gekauft. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich fand das im Set ganz cool. Ja. Fand ich jetzt nicht so geil. Also muss ich sagen, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Kann man aufbrauchen, kann mein Mann auch benutzen. Hat meine Schwester auch benutzt. Die fand jetzt das auch nicht so toll. Die Haare waren irgendwie den ganzen Tag so ein bisschen grisselig. Man muss dazu sagen, sie hat halt lockige Haare und sehr dickes Haar. Ich habe sehr dünnes Haar und glattes Haar. Also von daher war es ganz cool, dass sie es halt mitgetestet hat. Aber also wir waren beide nicht begeistert. Es riecht irgendwie, finde ich, unangenehm. Es verfliegt aber auch relativ schnell, muss man dazu sagen. Also das wäre jetzt nichts, was ich mir wieder kaufen würde. Dann mache ich mal weiter, würde ich sagen, hier mit dieser Spülung. Muss ich sagen, würde ich mir auch nicht nochmal kaufen. Also sie riecht sehr, sehr, sehr extrem nach Melone. Meine Schwester hatte die gleiche ja in Banane. Und sie hat auch gesagt, irgendwann war es halt einfach sehr penetrant, den ganzen Tag diesen Bananengeruch im Haar zu haben. Und ich muss sagen, da hat sie definitiv recht. Also irgendwann, ja, ich will nicht sagen, es ist doch, es war irgendwann war es einfach unangenehm, diesen ständigen Wassermelonengeruch in der Nase zu haben, weil ich mir die ganze Zeit vorgekommen bin, als wäre ich ein Obstkörbchen. Also ich kann mir echt gut vorstellen, so für Teenager oder so ist das bestimmt mega geil. Aber jetzt so für mich als Erwachsene und gerade weil ich halt auch gern Parfum trage. Ja, also da brauchst du kein Parfum mehr, also da riechst du nur noch Wassermelone. Und ich muss dazu sagen,
Ja, die Maske hat halt auch nicht so den schönen Effekt gehabt, denn ich habe einen Tag vorher diese Maske hier probiert und ich muss sagen, das ist mein absoluter Favorit. Also die heißt Wahre Schätze und das ist auch tatsächlich mein wahrer Schatz. Die werde ich mir definitiv nachkaufen. Die ist ja so genial. Also ich habe mir bei beiden die Haare vorher nicht gekämmt. Und normal mache ich das immer vor dem Duschen. Und die hier hat es echt geschafft, während ich die nassen Haare hatte und dann die Maske aufgetragen habe, meine Haare einfach so zu entwirren und zu entknoten. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe einfach, ja, so diesen Pflegeeffekt. Das hatte ich einfach sofort und bei der hier überhaupt nicht. Also ich hatte schon, normalerweise hat man ja bei so einer Maske immer das Gefühl, wenn man die drauf tut und die dann ausspült, dass die Haare so smooth und sanft sind und so. Das hatte ich bei der sofort. Bei der überhaupt nicht. Und als dann das Handtuch das erste Mal draußen war, hatte ich das Gefühl, die Spitzen sind trockener als zuvor tatsächlich. Und die, also der Wahnsinn. Meine Haare sahen noch nie so gut ausgefühlt. Und ja, beide habe ich 3 Minuten drin gelassen. Beide haben jetzt nicht ultra nachgefettet oder so. Also ich konnte beide tragen. Ja, die werde ich mir aber. Also ich werde die benutzen. Ich werde die all machen, auf jeden Fall. Aber ja, nee, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Aber die, mega. Und der Geruch. Riecht einfach edel, hatte ich ja vorher schon gesagt, riecht so ein bisschen nach erwachsen einfach. Und ja, super, finde ich mega. Dann kommen wir zu Pantene Pro-V 3 Minuten Miracle Repair. Also, meine Schwester hat es schon gesagt und ich kann dem nur zustimmen. Ich habe das nämlich gerade eben ausprobiert, deswegen sind meine Haare auch noch nass. Mega. Also, der Geruch ist top, der hat mich ja schon von Anfang an angesprochen. Und meine Schwester hat auch sofort gesagt, die werde ich mir definitiv nachkaufen. Und ich glaube, von der Maske hat sie dasselbe gesagt. Aber bei der hat sie direkt gesagt, die ist klasse. Also die pflegt super, super gut. Ich habe auch direkt das Gefühl, dass meine Spitzen irgendwie nicht mehr so trocken sind. Und einfach, ich habe diesen Pflegeeffekt. Und das will ich auch, wenn ich mir was reinmache, wenn ich mir was extra reinmache, wofür ich ja auch bezahle. Und ich muss wirklich sagen, von der bin ich super begeistert. Die werde ich definitiv nochmal nachkaufen. Genauso wie auch von Garnier diese Maske. Und ja, also vielen, vielen Dank für diese 2 Tipps. Also dafür hat es sich tatsächlich gelohnt. Und dafür verzeihe ich dir auch das da. Also, kommen wir zu dem allerschlimmsten Haarprodukt, was ich jemals, jemals benutzt habe. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe sehr schnell fettendes Haar, also gerade hier im Ansatz. Deswegen wasche ich mir halt auch zweimal die Haare. Dann funktioniert das auch, dass ich ja alle 2, 3 Tage mir die Haare waschen muss. Ich würde es gern weniger machen. Klar, ich meine, wäre ja auch besser für die Haare und auch aufwandmäßig besser für mich. Funktioniert aber leider nicht. Ich fühle mich dann unwohl. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert. Es klappt halt leider nicht. Ja, deswegen war ich auch immer so, dass ich gesagt habe, oh, Haaröl, nee, bloß nicht in meine Haare und dann fettet das so. Und ich weiß, ich hatte das früher mal probiert und da hat das auch nicht so geklappt. Jetzt mit dem Öl, wie gesagt, funktioniert das super. Ich zeige euch das gleich mal so hier als Vergleich, wie dickflüssig das hier ist und wie sich das hier anhört. Im Gegensatz zu dem. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet, aber ihr werdet es gleich sehen. Ja, also. Ich glaube, ich blende euch einfach mal ein Bild ein. Muss ich dazu noch was sagen? Ich will dazu was sagen, weil, also jetzt finde ich es lustig, muss ich sagen. An dem Tag fand ich es gar nicht lustig, weil ich wollte da für euch dann die Türchen abdrehen mit meiner Schwester zusammen. Ich habe mich da mega gefreut, schon fertig gemacht. Und dann stand ich da, ich hatte mir ein bisschen von dem Öl reingemacht. Nicht viel, viel weniger als von meinem Glisskur. Weil ich eben ja nicht wusste, okay, wie verhält sich das? Habe ein bisschen was in die Längen gegeben, also in die Spitzen gegeben und dann halt hier so 2 Tropfen hier so durchgezogen. Ne? Hier so ganz normal, so wie ich es halt bei meinem Öl auch mache. Und dann bin ich hier eine Stunde rumgelaufen. Ich lasse meine Haare gerne Luft trocknen und dann wurde das nichts und wurde das nichts. Und dann wurden die Haare irgendwie immer so strähniger und strähniger. Und meine Schwester sagt, mein Gott, sind die immer noch nass? Und ich sage, ja, ich gehe die jetzt gleich mal föhnen. Ja, und föhnen die und föhnen die und föhnen die und die haben halt immer noch diesen, ja, ich bin nass Effekt. Ich meine, ihr seht es ja auf dem Bild. Und dann war das wirklich, ich habe die durchgekämmt. Ich hatte so einzelne Strähnen von den Haaren. Das sah aus, als wäre ich einfach ein Penner, der auf der Straße lebt und schon seit 5 Jahren seine Haare nicht gewaschen hat oder so. Es war so katastrophal. Ich habe das direkt auch bei Instagram gepostet. Ich gesagt habe, Leute, guckt euch das Desaster an.
Meine Schwester hat das an demselben Tag auch benutzt. Bei ihr ist es am Anfang nicht so aufgefallen wegen den Locken, aber sie hat nur das in die Spitzen verteilt und das ist komplett hochgezogen und am nächsten Tag sahen ihre Haare genauso aus wie meine. Und also nee, das allerschlimmste Haarprodukt, was ich jemals in meinem Leben benutzt habe. Das hat sich wirklich von hier unten, bei mir und bei meiner Schwester, bis zum Ansatz hochgezogen und hat dafür gesorgt, dass ich so einen fettigen Kopf hatte. Und ich hatte nicht mal das Gefühl, dass meine Haare gepflegter waren. Also im Gegenteil, sie waren danach so strohig, sie waren danach so eklig, ich musste sie nochmal waschen. Ich hatte danach so Verklebungen in den Haaren, dass mir nochmal übelst viel Haare ausgegangen sind. Also, nee. Also das werde ich definitiv nicht aufbrauchen. Ich glaube, das werde ich noch nicht mal irgendwem empfehlen, beziehungsweise irgendwem schenken und sagen, probier das mal aus, weil ich das so katastrophal und schlecht finde. Ich meine, klar, es gibt andere Haartypen, bei denen funktionieren Produkte dann immer noch mal anders, um Gottes Willen. Aber es war bei mir so und es war bei meiner Schwester so. Und meine Schwester hat wirklich nur ganz bisschen hier reingemacht und die sah am nächsten Tag ganz katastrophal aus. Wir haben leider kein Bild gemacht, aber sie hat sich auch so unwohl gefühlt. Also nee, also das hier kann ich euch wirklich gar nicht ans Herz legen. Bitte kauft das nicht. Also von mir aus kauft das nicht. Damit bin ich super zufrieden. Nee, also das würde ich auf jeden Fall nicht holen. Auch wenn das letzte Produkt für mich jetzt ein Fail war, was aber auch nicht schlimm ist und jetzt auch so zwei, drei Produkte mich einmal nicht ganz überzeugt haben, muss ich doch sagen, finde ich es einfach toll, dass ich die zwei Produkte für mich entdeckt habe. Die finde ich beide mega. Die würde ich beide, wie gesagt, nachkaufen. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Ich bedanke mich mega für deine Tipps. Es hat gut in die Zeit reingepasst und ich freue mich schon auf eure Tipps und eure Nachrichten und eure fünf Lieblingsprodukte. Und würde jetzt sagen, sag erstmal Tschüssi, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.